Alle Angestellten, vom Portier bis zum Manager, wurden darauf hingewiesen, welche Konsequenzen es habe, nämlich die Androhung, nie wieder in ihrem Heimatland arbeiten zu dürfen, wenn sie über irgendeinen Gast Einzelheiten ausplauderten. Nexus Magazin. Die Welt wird von ganz anderen Persönlichkeiten regiert, als diejenigen glauben, die nicht hinter die Kulissen blicken. Benjamin Disraeli, englischer Premierminister und Freimaurer. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war. Frank Delano Roosevelt, US-Präsident und Freimaurer. Das Illegale tun wir sofort. Das Verfassungswidrige dauert etwas länger. Henry Kissinger, Friedensnobelpreisträger, US-Präsidentenberater, Ex-Außenminister und Bilderberger. Fast allmächtig scheinen die Bilderberger, können sogar Regierungen stürzen wie 1996. Emre Gönensay, Außenminister der Türkei, und Gazi Ersel, Gouverneur der türkischen Zentralbank, nehmen an der Bilderberger Konferenz in Toronto teil. Nur 4 Tage später stürzt die türkische Regierung. Überraschend tritt Ministerpräsident Mesut Yılmaz von seinem Amt zurück, löst damit die Koalitionsregierung auf, macht den Weg frei für Nekmedin Erbakan, den Chef der pro-islamischen Wohlfahrtspartei. Von diesem Regierungswechsel profitieren die Bilderberger, treibt er doch den islamischen Einfluss in das christliche Europa voran, erzeugt so ethnische Spannungen, führt zur Destabilisierung der Region, ganz im Sinne der geheimen Weltregierung. Die Welt in einem Zustand ständiger Unruhe zu halten. Ein einziger Weltstaat, eine totalitäre Weltregierung, ein globales Volk, kontrolliert von einer Elite. Dieses Horrorszenario beschreibt Aldous Huxley schon 1932 in seinem Roman Schöne neue Welt. Was aber, wenn das längst keine Fiktion mehr ist, wenn diese schöne neue Welt bereits im Entstehen ist, wenn die Mächtigsten dieser Erde bereits eine Regierung bilden, die über unsere Zukunft bestimmt? Das Schicksal der Menschheit erfüllt sich nicht zufällig. Kriege, Revolutionen, Wirtschaftskrisen und Finanzcrashs, nichts in der Welt geschieht einfach so. Denn ein Teil der Weltgeschichte wird nicht geschrieben, sondern bestimmt. Die wichtigsten Ereignisse der beiden letzten Jahrhunderte waren vorausgeplant, manipuliert von den mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten dieser Erde, der geheimen Weltregierung. Die wenigsten erahnen etwas. Und wenn doch, dann werden sie als Verschwörungstheoretiker denunziert. Der Einzelne steht wie gelähmt vor einer Verschwörungstheorie, die so monströs ist, dass er sie einfach nicht fassen kann. J. Edgar Hoover, Leiter des FBI und Freimaurer. Die Schattenregierung hat mehr Einfluss als gewählte Staatsoberhäupter, will globale Macht, die Abschaffung der Demokratie und vor allem die Vermehrung ihrer eigenen privaten Gewinne. Der Öffentlichkeit wird dies als Globalisierung verkauft, doch dahinter steckt weltweite Einflussnahme, Kontrolle aller Ressourcen, der Handelsmärkte und des internationalen Bankensystems, die Gleichschaltung der Massen, die Beseitigung nationaler politischer Strukturen, das Beherrschen des Militär- und Geheimdienstapparats, die Schaffung eines globalen Superstaates. Einer Weltregierung unter dem Motto Novus Ordo Seclorum, die Neuordnung der Zeitalter oder die neue Weltordnung. Ex-US-Präsident George W. Bush hat davon gesprochen, genauso wie sein Vater George Bush. Beide Mitglieder des elitären Geheimbundes Skull and Bones. We have before us the opportunity to forge. Wir haben jetzt die Möglichkeit, für uns und für zukünftige Generationen eine neue Weltordnung zu formen. Eine Welt mit festgeschriebenen Gesetzen, die das Verhalten der Nation bestimmen und nicht die des Stärkeren sind. Wenn wir erfolgreich sind, und das werden wir sein, haben wir eine reale Chance auf diese neue Weltordnung, in der die glaubwürdigen Staaten der Vereinten Nationen ihre friedenserhaltende Rolle nutzen, um die Versprechungen und Visionen der UN-Gründer zu erfüllen. Wir haben Vertrauen, weil Freiheit die dauerhafte Hoffnung der Menschheit ist, der Hunger an dunklen Orten, das Verlangen der Seele.
Als die Gründer Amerikas die Neuordnung der Zeitalter erklärten, Soldaten immer und immer wieder für ein Bündnis starben, das auf Freiheit basiert, wenn Bürger heute in friedlicher Empörung marschieren unter dem Banner des Friedens, dann handeln sie in der uralten Hoffnung, welche dafür bestimmt ist, erfüllt zu werden. Die Neuordnung der Zeitalter, die neue Weltordnung. Sie steht schon auf dem am weitesten verbreiteten Zahlungsmittel der Welt, dem Dollar. Novus Ordo Seclorum. Jeder kann diese drei Worte lesen. Aber die wenigsten verstehen ihre Bedeutung. Die Weltherrschaft. Die Kontrolle einer Elite aus wenigen über die Staaten und Völker dieser Erde. Globalisiert und kapitalisiert. Vereinheitlicht im Streben nach Geld und Profit. Aber beraubt der Kritikfähigkeit und des eigenen Willens. Verborgene Kräfte agieren hinter der Kulisse der offiziellen Geschichtsschreibung, Geheimdienste, Wirtschaftszirkel, Politorganisationen und Geheimgesellschaften. Das unsichtbare Netz der New World Order ist weit gesponnen. Eine der verschwiegensten Geheimgruppen ist die der Bilderberger. Mitglieder sind Präsidenten, Regierungschefs, hochrangige Politiker, adelige Medientaikune, Wirtschaftsbosse, Bankiers, Geheimdienstdirektoren und NATO-Generalsekretäre. Menschen an den Schaltstellen des Weltgeschehens. Sie bilden einen Brennpunkt der Macht, können einen Weltenbrand auslösen, wann immer sie wollen. Eine elitäre Gruppe, die eine geheime Weltregierung bildet. Eine global regierende Klasse, eine Schattenregierung. Jedes Jahr trifft sie sich an einem anderen Ort. Versteckt, verschwiegen, abgeschottet. Vor der Öffentlichkeit, vor Kritikern. Der Schlüssel ihrer Machtausübung ist Geheimhaltung. Einige der größten Männer in den Vereinigten Staaten auf den Gebieten von Handel und Produktion haben Angst vor etwas. Sie wissen, dass es irgendwo dort eine Macht gibt, so organisiert, so subtil, so wachsam, so verwoben, so komplett, so durchdringend, dass sie deren Verdammung besser nie anders als hauchend leise aussprechen. Woodrow Wilson, US-Präsident und Freimaurer. Einige meinen gar, wir sind Teil einer geheimen Kabale, die gegen die besten Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet. Sie charakterisieren meine Familie und mich als Internationalisten und glauben, wir hätten uns zusammen mit anderen in der Welt verschworen, eine mehr global integrierte politische und wirtschaftliche Struktur, eine Einwelt aufzubauen. Wenn das die Vorwürfe sind, bekenne ich mich schuldig und bin stolz darauf. David Rockefeller, Weltbankier und Bilderberger. For ourselves and for future generations, a new world order. When our founders declared a new order of the ages. Einzelne Akte der Tyrannei können der zufälligen Tagesmeinung zugeschrieben werden. Aber eine Reihe von Unterdrückungen, die zu einer bestimmten Zeit begonnen und unverändert jeden Ministerpräsidentenwechsel überdauert haben, sind ein ganz offensichtlicher Beweis für einen absichtlichen, bewussten Plan, uns wieder in die Sklaverei zurückzudrängen. Thomas Jefferson, einer der Gründungsväter der amerikanischen Demokratie und Freimaurer. Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen dankbar. Ihre Direktoren haben unsere Versammlungen besucht und sie haben das Versprechen ihrer Diskretion seit nahezu 40 Jahren gehalten. Es wäre für uns unmöglich gewesen, unsere Pläne für die Welt zu entwickeln, wenn wir während dieser Jahre den Scheinwerfern der Publizität ausgesetzt gewesen wären. David Rockefeller, Weltbankier und Bilderberger. Alles, was wir benötigen, ist die eine richtige große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. David Rockefeller, Weltbankier und Bilderberger. Doch nicht nur die Ölkrise wurde von der Schattenregierung der Bilderberger beschlossen, sondern noch ganz andere weltpolitische Ereignisse, die Globalisierung und die Europäische Union. Ein entscheidender Schritt zur Vereinigten Welt, zur New World Order.
Die Welt ist heute komplizierter und darauf vorbereitet, auf eine Weltregierung hinzumarschieren. Die übernationale Souveränität einer geistigen Elite und der Weltbankiers ist mit Sicherheit der nationalen Selbstbestimmung, wie sie in den vergangenen Jahrhunderten praktiziert worden ist, überlegen. David Rockefeller, Weltbankier und Bilderberger. Nicht nur Europa, sondern auch das Land mit dem größten wirtschaftlichen Gewicht sollte zusammenwachsen. Deutschland. Die Aufteilung in Bundesrepublik Deutschland BRD und Deutsche Demokratische Republik DDR war so nicht mehr gewollt. Nicht mehr im Sinne der New World Order. Deutschland musste wiedervereinigt werden. Bilderberger fädeln auch den Sturz der britischen Premierministerin Margaret Thatcher als Regierungschefin ein. 1990 wird sie von ihrer eigenen Partei abgewählt. Sie hat sich gegen die freiwillige Übergabe der britischen Souveränität an einen europäischen Überstaat gestellt. Somit gegen die Pläne der geheimen Weltregierung. Neuer britischer Premierminister wird der Bilderberger Günstling John Major. Selbst die Weltarmee ist in den Händen der Schattenregierung, die NATO. Sie setzt Bilderberger Politik um. In Serbien, Bosnien und im Kosovo, in Syrien, dem Persischen Golf und dem Irak, in Nordkorea und Afghanistan. Denn auch die höchsten Vertreter der NATO waren und sind Bilderberger, so die Generalsekretäre. Josef Luns von 1971 bis 1984, Lord Carrington bis 1988, danach Manfred Wörner. Ab 1994 für ein Jahr Willy Klaas. Von 1995 bis 1999 Javier Solana. Sein Nachfolger wird Lord Robertson. Und seit 2004 Jaap G. de Hoop Scheffer, der 2009 durch Anders Fogh Rasmussen ersetzt wird. Eine Täuschungstaktik der eine Weltregierung ist die Orwellsche Verwendung von Zweideutigkeiten. Das heißt, Krieg wird Frieden genannt. Pazifisten, Terroristen und diejenigen, die versuchen, die Wahrheit zu sagen, werden angeschwärzt, weil sie Hass verbreiten und Bösartigkeiten versprühen. Daniel Estulin, Publizist und Bilderberg-Kritiker. Die Weltregierung wird, wenn sie erfolgreich ist, all das tun, wovon Hitler geträumt hat und was ihm misslungen ist. Daniel Estulin, Publizist und Bilderberg-Kritiker. Die Demokratie ist im besten Fall eine Täuschung und im schlimmsten Fall der Auftakt zu einer Diktatur, die man als neue Weltordnung kennenlernen wird. Daniel Estulin, Publizist und Bilderberg-Kritiker. Die Bilderberger nehmen immer mehr Einfluss auf die Belange der Welt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind schon längst aufgestiegen zur stärksten Macht. Mit dem erklärten Ziel der New World Order. Diese neue Weltordnung, sie ist nichts anderes als ein neues, finsteres Zeitalter. Doch die eine Welt unter der Regierung einer kleinen Machtelite, sie ist gegen den Willen der freien Weltbevölkerung. Es ist 5:12. Wir alle müssen uns gegen die Schaffung eines totalitären Weltstaats wehren, kritisch hinterfragen, was uns tagtäglich erzählt wird. Geben wir uns nicht mehr zufrieden mit der Wahrheitsverkündung Bilderberg-gesteuerter Medien. Suchen wir nach der Geschichte hinter der Geschichte. Kämpfen wir mit demokratischen Mitteln gegen antidemokratische Einflussnahme. Zeigen wir, dass die geheime Weltregierung durchschaut ist, entlarvt. Denn nichts scheuen die Bilderberger und andere Geheimgesellschaften mehr. Nichts hilft mehr, ihre Pläne von der neuen Weltordnung zu zerstören und damit für Frieden und Freiheit zu sorgen. Für alle Nationen dieser Erde. Nicht Armeen, nicht Nationen haben die Menschheit vorangebracht, sondern hier und dort ist im Lauf der Zeitalter ein Individuum aufgestanden und hat seinen Schatten über die Welt geworfen. Edwin H. Chapin, 14. Jahrhundert.